Was machst du da oben? Felix, wirklich, ich hätte runterfallen können. Nein! Felix, du schleichst dich an und verschrickst mich. Geschoben. Ich bin es nicht gewöhnt, dass ich am Freitagabend heimkomme und du auf einer Leiter rumturnst. Du solltest nicht so fest gefahren sein. Gibt es irgendeinen besonderen Grund? Für was? Bea, ich komme ein steifes Knick über, wenn ich so mit dir reden muss. Du aber kommen. Ich bin nicht sicher. Nein? Wo willst du hin? Der Feuerwehr zu anrufen. Ich bin noch nicht einmal halb oben. Und wenn du runtergehst, brichst du dann nur das halbe Bein. Felix! In dem Haus muss nur jemand über einen Teppichfranz stolpern und zack, so ist die Knick abeinander. Was? Alles in der Ordnung. Ich glaube schon. Das brauche ich gerade noch. Komm heim und meine Frau liegt tot im Garten. Ich bin noch nicht tot. Aber auch noch nicht drinnen. Was zum Teufel machst du eigentlich nicht oben? Fenster putzen. Wieso? Ich wollte, dass man raus sieht. Der Garten ist so herrlich in dieser Jahreszeit. Die Rosen überall und das Gladiolenbeet beim Teich und... Schatz? Ja? Wer sagt nicht gescheit, der Consuela will die Fenster putzen? Ja, also... Jetzt sag aber nicht der Consuela, sei etwas passiert. Sie kommt nicht mehr. Warum nicht? Sie muss es erfahren haben. Was? Was unserer letzten Putzfrau passiert ist. Nein! Ja, ich komme gleich besser, aber... Warte! Ich helfe dir. Nicht so dramatisch, Felix, wegen diesen paar Tritt. Sprossen. Was? Sprossen bei Leiter, Tritt bei Stegen. Ja, klar. Moment, ich hole ein paar Küsse. Die hast du schon unten. Tatsächlich. Du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Ich bin nicht der Reinhold Messner, der vom Mount Everest zurückkommt. Aber es ist eben genauso gefährlich. Bei der Unfallstatistik in dem Haus braucht man schon einen Sicherheitsgurt, wenn man aufs WC geht. Wie hat sie es herausgefunden? Consuela, das von der Frägeritsch. Ja. Die Leute reden halt vielleicht über Postrummeln. Frechheit. Felix, du kannst kaum erwarten, dass der Herr Egeritsch den Unfall einfach totschwingt. Im wahrsten Sinn vom Wort. Und wenn deine bessere Hälfte von der Leiter geht und sein Knick bricht, würdest du es vielleicht auch irgendwann mal erwähnen. Aber unfair ist es trotzdem. Frau Egeritsch ist die einzige Putzfrau, die in dem Haus gestorben ist. Die einzige. Das bringt uns noch lange nicht ins Guinness-Buch der Rekorde, oder? Nein, solange die anderen nicht mitzählst. Ja, wir können nichts dafür. Wir haben einfach ein Unglückshaus verwünscht. Komm, ich will etwas trinken. Ein Martini für dich? Ja, bisschen gut. Übrigens, Silvia hat heute Morgen angerufen. Was für eine Silvia? Silvia, die von Bernhard. Ach so. Und? Sie hat morgen wieder zum Znacht gekommen. Ja? Hast du das wieder vergessen? Total. Macht nichts, sie haben abgesagt. Seda. Danke, Schatz. Und? Warum kommen sie nicht? Kein Babysitter. Und für was brauchen die einen Babysitter? Die haben ein Kind und das arbeitet beim Departement Blocher. Na? Der Hund. Ach so, Hundesitter. Das hat er doch früher auch nicht ausgemacht. Ja, ich glaube, es war eine Ausrede. Du meinst doch nicht... Nein, das könntest du nicht machen mit uns, oder? Vielleicht haben sie von diesen unglücklichen Verkettungen, von diesen Zufällen gehört. Ja, klar, Schock, dass der eine oder der andere. Hast du der Silvia etwas erzählt? Ja, ich glaube, ich habe es ein-, zweimal erwähnt. So haben wir den Salat. Wegen dem kommen sie jetzt zum Essen. Meinst du? Logisch. Zille meint wahrscheinlich, in unserem Haus haben wir einen leichten Unfall gefördert. Ja, man kann ihr nicht einmal einen Vorwurf machen. Es sieht ja fast so aus. Vielleicht hat sie Angst. Wir könnten ihren Bernhard mit einem Gottliebknochen zu Tod schlagen. Felix, die sind doch Vegetarier. Es ist schon ein bisschen deprimierend, oder? Ja, wir dürfen einfach nicht daran denken. Nicht ganz einfach nach... Wie viel sind sie jetzt? 5? 6? 6? Ja, hei nochmal. Langsam wird's lästig. Reg dich nicht auf, das kann jedem passieren. Klar, aber es ist uns passiert. Ich traue mich nicht einmal, meinen Kollegen zu einem Bier einzuladen, vor lauter Angst, er könnte am Schaum versticken. Felix, bis jetzt hat es noch nie einen Freund gereicht. Ja, das ist tröstlich. Hey, nochmal 6. Oh. Irgendein besonderer Grund? Hm? Nein, das war einfach so. Der Gary kommt, denke ich, wieder übers Wochenende.
Er hat auf jeden Fall nicht gesagt, dass er nicht kommt. Wird langsam zur Gewohnheit. Mhm. Ja, noch. Hoffentlich bringt er wenigstens guten Bescheid mit. Wegen was? Weiß auch nicht. Vielleicht hat er ja eine Stelle bekommen. In meinem Rucks. Hat er das erzählt? Nein. Aber die Jasmin würden dann nicht mehr so häufig sehen. Das hat der Geri nie wirklich mögen. Ah, nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht recht vorstellen, wo unsere Tochter den aufgabelt hat. Das weißt du genau, er war ihr Brieffreund. Brieffreund? Er kommt von Neuenhof, Kanton Aargau. Ja, und? Andere Töchter haben Brieffreund von Hawaii, von den Seeschellen. Meine zieht einer von Neuenhof an. Jasmin war nie gut in der Geografie. Wieso? Es hat wahrscheinlich gemeint, Neuenhof sei auf der Seeschelle. Aber wenn er doch ein Brieffreund ist, warum verbringt er dann seine Wochenende mit uns? Brieffreunde sollen schreiben, nicht bleiben. Samstag, Sonntag ruht er sich gerne mal ein bisschen aus. Warum bei uns? Er hat die ganze Woche einen harten Job. Hat er? Hat nicht einmal gewusst, dass er überhaupt etwas schafft. Was macht er? Er wird Gärtner. Wirt? Er sieht ehrlich gesagt nicht aus, wie wenn er noch in der Stifte wäre. Zweiter Bildungsweg. Der Typ geht im Laufschritt gegen die 40 zu. Felix. Und ist schon auf der Zielgerade. Jasmin steht jetzt halt mal auf reife Mann. Reif? Wenn der Geri reif ist, dann fangen wir zwei schon langsam an faulen. Felix. Was macht er? Gärtner? Ja. Landschafts- und Gemüse. Yeah. Er pflanzt also den ganzen Tag Rüebli und Kabisköpfe. Er sucht ein Haus in Zürich zusammen mit ein paar Kollegen. Da muss er aber einen Haufen Kabis verkaufen, um das zu zahlen. Schatz, ja? Dir wäre doch keiner recht. Ja. Heisst das, Jasmin soll auch in Zürich wohnen? Zusammen mit ihm und seinen Kumpanen? Ja, das ist so schlimm. Ja, hi, nochmal. Der Geri erzählt das Wochenende sicher einmal davon. Hoffentlich nicht. Sonst kommt er dran. Mit einem Gottliedknochen. Nimmst du noch einen Bier? Nein, du, ich muss in die Küche. Also, ich vertrage glaub, schon noch einen. Da draussen klettert jemand die Leiter wieder auf. Vielleicht hat sich Gonzuela gleich noch anders überlegt. Also Gonzuela ist ja auch nicht gerade eine Schönheit. Aber im Vergleich zu dem ist sie die reinste Miss Zürichsee. Der Geri. Verraten. Geri, was willst du da oben? Wir haben den totalen Überblick. Die Rosen überall und das Gladiolenbeet hier unten. Und da einen der riesen Topf mit den schönen roten Blüten, die so abhängen. Granium. Heissen die so? Hast du nicht gesagt, er wäre die Gärtner? Mit den schönen roten Blüten, die so runterhallen. Ich bin noch nie auf so einer Leiter gestanden. Ganz ruhig, Geri, gell? Wir wollen nicht, dass du runtergehst. Oder Felix? Was? Also, nein, das möchten wir wirklich nicht. So etwas lässig, so eine Leiter, voll krass. Gang doch zur Feuerwehr. Ich glaube, du solltest jetzt besser runterkommen, Geri. Es passiert schon genug. Besonders in dem Haus. Alles in Ordnung? Ja klar, bin gerade unten. Schön langsam. Ein Tritt nach dem anderen. Sprossen, Schatz. Was? Ein Sprossen nach der anderen. Ja klar. Voll krass da oben, der Blick. Sie sollten das auch mal probieren. Hat sie schon. Sie sind da hochgeklettert? Putzfrau kommt nicht mehr. Ah, das ist die Putzfrau in die Leiter. Nein, die Leiterin gehört uns. Wir haben eine Leiterin, aber keine Putzfrau. Das ist unser Dilemma. Wie? Das ist ja gleich. Sorry, Geri. Grüezi, Kabel. Grüezi, Frau Kabel. Sorry, Geri. Bleibst du wieder übers Wochenende? Ja. Nämlich, also gerade das Wochenende wollte ich hier sein. Ich wollte etwas mit Ihnen besprechen. Gibt es Neuigkeiten? Ja. Gute Neuigkeiten? Ich hoffe es. Das ist mein Sox. Wohin? Du gehst also nicht ins Wissops. Nicht wirklich, nein. Schade. Um was geht's denn, Geri? Ich habe ein Haus. Geri? Gefunden zusammen mit zwei Kollegen. Super, hast du gehört, Felix? Der Geri hat ein Haus gefunden. Ist das nicht wunderbar? Mal, wunderbar. Hoffentlich steigt der Kilopreis für Kabis. Wie?
Nicht, nicht. Ja, man muss natürlich noch ein paar Kleinigkeiten richten. Ein Stützmauer steht kurz vor dem Kollaps. Muss dringend ausbessert werden. Hey, ja, Sie wissen ja, wie das ist. Wissen wir das? Und die Abwasserrohre sind ein bisschen verstopft, aber der eine Kollege kennt sich mit so Sachen aus. Ja, für so Kleinigkeiten gehen sicher ein paar Wochenende drauf. Das ist wirklich eine gute Neuigkeit, Gary. Und das hast du uns erzählen? Ja. Nein. Also nicht direkt. Noch etwas anderes? Ja. Was denn noch? Hast du es etwa schon vergessen? Nein, nein. Ich kann nur wählen. Nur Mut. So schlimm. Ja, nein. Eigentlich nicht. Es ist wegen der Jasmin. Der Jasmin? Ja. Aha. Gibt's heute Gottlet? Wie? Nicht. Nur ein kleiner Scherz und ein Kannibale. Ah. Ich glaube, ich kann noch einmal allein. Kommt gar nicht in Frage. Wenn ihr etwas wegen der Jasmin wollt sagen, kann er warten bis nach dem Essen. Nicht jetzt auf leeren Magen. Und ohne Knochen. Ja, dann kann ich auch gehen. Ist mein Ochs? Nein, geh duschen. Klar, Gary, du weißt ja wo. Sollte er langsam? Finde ich auch. Ich sehe sie dann später. Atzne. Übrigens, Gary, wir gratulieren. Zu was? Zum Haus. Welches Haus? Danke. Du machst es auch nicht gerade einfach. Warum sollte ich? Wenn Jasmin mit ihm und drei, vier anderen Gesellen in einer abbruchreifen Hütte ohne Flüsse und Wasser zu leben, probiere ich ihm so schwer wie möglich zu machen. Er ist so ein netter junger Mann. Und wenn er bei dir in der Bank arbeiten würde, wärst du begeistert. Ende beunruhigend. Ah. Weißt du, wer hat heute noch angerufen? Kein Blassen. Der Vikar. Wer? Der neue Vikar. Was hat denn der wollen? Einen Besuch machen. Warum ausgerechnet bei uns? Er ist neu da. Keine Entschuldigung. Felix. Ah. Die neuen Pferde kommen ja anfangs alles Drittweltländer. Dort sind Antrittsbesuche vielleicht noch üblich, aber bei uns. Felix. Ja? Der neue Vikar kommt von Österreich. Eben. Oder meinst du? Was? Meinst du, ich hätte das von der Freigeritsch gehört? Hä? Dass du nicht mehr leben zu unserem Haus auskommst? Hoffentlich nicht. Vielleicht wollte er darum mit uns reden. Wegen der Putzfrau? Ja? Aber wenn er gehört hätte, was mit der Freigeritsch passiert ist, würde er doch gar nicht kommen. Wieso? Viel zu riskant. Oh! Komm, Bea, ein Pfarrer ist bei uns noch nie ums Leben gekommen. Und ich weiß auch nicht, dass sich das jetzt ändert. Obwohl, ein Vikar auf Besuch zum Kaffee. Da kann einiges passieren. Wirklich ziemlich riskant. Für ihn? Für uns? Bei unserem Glück wissen wir nachher nicht, wo wir ihn entsorgen müssen. Aber Felix, er hat sich richtig aufgedrängt. Und irgendwann müssen wir ihn ja einladen. Du weißt, wie schnell geschwätzt wird. Also gut, bringen wir es hinter uns. Aber wenn der Vikar kommt und da ist Gras beißt, sind wir endgültig unterdurch. Wir müssen einfach aufpassen. Ich rufe ihn morgen an und lade ihn ein. Jesus, jetzt muss ich aber wirklich in die Küche. Gäbe schon duschen. Entschuldigung. Ich habe meine... Was? Tasche vergessen. Aha. Alles super. Wie? Frisch duschen? Nein, nein, nicht. Da ist noch genug Zeit. Es geht sicher noch ein bisschen bis zum Essen. Willst du auch etwas trinken? Ich. Siehst du aus, wenn man deinen könntest vertragen? Ich. Was? Ich trinke. Ja? Kein Alkohol. Ah ja. Äpfelsaft. Hä? Trinke ich. Würde mich wundern, wenn wir so etwas im Haus hätten. Muss ich Ihnen etwas sagen? Ja, ich weiss, du hast ein Haus. Nein, nicht das. Ich habe auch nicht duschen. Keine Panik, man schmeckt noch nichts. Ich wollte meine Tasche holen. Ja, und ist das wichtig? Ich bin im Wohnzimmer gestanden. Wärst doch abgesessen. Wir haben so ein bequemes Sofa. Der Punkt ist,
Ich habe gehört, was Sie vom Vikar gesagt haben. Ah, das? Ja, er wollte uns einen Besuch machen. Und das wollen Sie zulassen? Klar, er ist neu da. Aber es passiert ihm nichts, oder? In wem? Ein Vikar? Kommt drauf an. Auf was? Ob er Glück hat. Und wenn nicht? Hat er Pech gehabt. Voll krass! Du hast schon unbedingt müssen hören. Mir passt das genauso wenig wie dir, aber schließlich hat er sich selber eingeladen. Es gibt nie etwas. Sie müssen den Vikar wieder ausladen. Reiss dich zusammen, Gary. Der Karren passiert schon nichts. Und wenn doch? Dann kommt er früher in den Himmel. Voll krass! Salat aus dem eigenen Garten, einfach genial. Was ist denn mit dir los? Er hat gehört, über was wir geredet haben. Über was? Wegen dem Vikar. Das geht dich überhaupt nicht an, Gary. Das war ein total privates Gespräch. Voll krass. Jetzt regt sie nicht auf, vielleicht passiert mir gar nichts. Aber sie haben ihn zum Kaffee eingeladen. Das war seine Idee. Dann ladet sie ihn wieder aus. Das wäre wahnsinnig unhöflich. Kapieren Sie nicht, ich habe gehört, was Sie vorhaben. Sie wollen ihn umbringen. Du kannst uns nicht dafür verantwortlich machen, wenn einem Vikar etwas passiert. Und außerdem bist du der, der nicht kapiert. Er soll in dem Haus sterben? Nicht unbedingt. Es tüpft nicht jeder, der uns besucht. So sprechen wir ja nie eine Jassrunde zusammen. Voll krass! Schau, Gary, wir sind jedes Mal total fertig, wenn so etwas passiert. Das kannst du uns wirklich glauben. Sie meinen aber nicht. Sie meinen aber nicht. So etwas ist schon mal passiert. Das Leben ist hart. Schon manchmal? Steht. Wie? Manchmal? Wenn du unbedingt willst wissen. Sechs. Präzise. Weißt du jetzt warum? Dass wir es nicht jedem Moment auf die Nase binden. Allerdings. Wir haben uns auch schon überlegt, ob wir sollen vorzügeln. Einfach alles hinter sich lassen. Ein neues Haus kaufen, dann könnten wir noch mal von vorne anfangen. Hä? Vielleicht hätten wir dann mehr Glück. Ja, bis jetzt haben Sie, glaube ich, schon ziemlich Glück gehabt. Wie meinst du das? Ja, Ihnen ist ja nichts passiert. Sie sind aber noch nie gehockt, oder? Gehockt? Hinter Gitter. Hinter was? Im Gefängnis. Wegen was? Ja, es gibt gab schon den einen oder anderen Grund. Was? Genau gesagt, sechs. Ich brauche noch mal einen, du auch. Nein, du, sonst wird jetzt Nacht nie fertig. Reg dich einfach nicht auf, Gary. Das kann jedem passieren. Wieso meint ich muss ins Gefängnis? Schau doch einmal in den Spiegel. Sehr witzig. Wer sind die gewesen? Wer? Die sechs. Wolltest du es wirklich wissen? Ja. Ja. Warte mal. Also, der erste war ein Herr vom Gaswerk. Wie hat er geheißen, Schatz? Schwein. Wirklich? Ja. Franz Schwein. Franz Schwein. Auch nicht schlecht, hä? Was ist passiert? Also, der Gaszähler ist im Keller. Und ich habe ihm das zigmal gesagt. Unsere Kellersteiger ist wirklich gegeben, aber er hat nie gehört. Und letztens war es dann vielleicht ein bisschen geschlieferig. Und der Herr Schwein? Hat er kein Schwein gehabt. Ist er ausgerutscht? Ja, wahrscheinlich. Er ist wie ein Rennbob die Steiger abgeschabelt. Und was hat man unternommen? Wer? Behörden? Nicht viel, wir warten immer noch auf Gasrechnung. Weiter? Dann unsere Putzfrau beim Fenster putzen. Die ist Leiterin abgeht. Woher weisst du das? Hat geraten. Ein paar Tritte haben gewackelt. Sprossen, Schatz. Was? Sprossen bei Leitern, Tritte steigen. Ja, klar. Ist denn niemand auf die Idee gekommen, ein paar Fragen zu stellen? Das hätte nichts gebracht. Frau Egeritsch hat keine Antwort mehr gegeben. Voll krass! Ich brauche etwas zu trinken. Haben wir Apfelsaft? Nein, bis rechts. Unglaublich. Sechs bis jetzt und der Vikar schon halb auf dem Weg. Wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie eine Fußballmannschaft beieinander. Aber Sie bleiben total cool. Ja, was soll ich denn machen? Offenbar können wir sie nicht ändern. Da, ein Whisky. Danke. Viel besser als Apfelsaft. Ist etwas nicht gut? Bin nicht sicher. Tipptopp. Wenn man Whisky gern hat,
grauenhaft. Sollte nicht sein, bei dem Preis. Ich meine nicht den Whisky, Sander. Ach so. Ja, grauenhaft. Trotzdem, Gary, ein kleines Verständnis könnte ich schon aufbringen. Sally, Jasmin! Du, Paps, warum steht da aussen eine Leiter? Wir haben probiert, eine vorbeihinkende Putzfrau anzulocken. Felix! Sally, Mami! Oh, Jasmin! Und du hast einen strengen Tag gehabt. Ach, mir lange echt der Fontobeldu. Jedes Mal vor einem Wochenende fängt ja irgendein Dossier für das Grübeln, das man dringend bearbeiten muss. Ich könnte den Typ abmurksen. Jasmin, bitte nicht! Hallo, du? Schlaft er? Er denkt. Gary! Geht's ihm nicht gut? Ein bisschen eingestattet. Hast du ihn wieder geärgert mit deinen Sprüchen? Gary! Ja. Oh, Jasmin. Du bist aber weit weg, du. Ich weiß, ich wär. Hä? Ich meine, stimmt, ich habe geträumt. Hast du getrunken? Nein, danke, ich habe schon. Es ist leer. So? Tatsächlich. Willst du noch einen? Definitiv. Ich mache das schon. Nehme sie. Aber er kennt sich aus und hat am meisten Übung. Ein Martini, Jasmin? Oh ja. Gehen wir ein bisschen in den Garten? Wieso? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Nur einen schönen Abend. Voilà. Einen für dich. Danke, Paps. Und einen ganz speziellen für dich. Der ist nicht aus der gleichen Flasche. Voll krass! Danke! Ist Gertchen! Hast du immer Vorkosten für Whisky werden? Du trinkst Whisky, auch noch ungewöhnlich. Probier meine Nerven zu beruhigen. Warum bist denn du nervös? Hey, all das Geld, das man auftreiben muss. Für was? Ja, weißt du, du neust den nicht? Offenbar nicht. Die Gary hat ein Haus gefunden. Ein Haus? Ein paar kaputte Wände müssen noch aufgemauert werden. Und ein paar verstopfte Abwasserrohre neu verleiht. Aber dann steht sicher noch 14 Tage. Ein Haus? Irgendwie müsst ihr eine Bruchbude ja sagen. Du hast ein Haus gefunden, er hat ein Haus gefunden. Wie manchmal wiederholt sie das noch? Ja, aber das ist doch toll. Ja, super ist das. Warum machst du so einen sauren Stein? Es geht gerade wieder. Ja, hoffentlich. Ja. Los, ab in den Garten. Riefst du mal, wenn ich etwas helfen kann, gell? Mach ich. So ein herziges Bärli. Es geht so. Komm, Felix, ich brauche dich beim Rüsten. Warum hast du mir dann nicht gerade ins Büro angerufen? Wieso? Willst du mir das vom Haus erzählen, du Schlitzohr? Also. Wie hat der Paps reagiert? Wer war? Wegen uns? Dass wir mit dem Peter und den anderen in das Haus ziehen wollen. Arme Franz. Ich hab gemeint, er heisst Peter. Wer? Der Freund von Michi. Der Typ, der mit uns zusammenziehen. Gary! Der, der gut rauskommt mit den Leitungen und so. Den meine ich nicht. Ich meine den Franz. Franz? Was für ein Franz? Schwein. Was ist los? Hast du noch nie etwas vom Franz Schwein gehört? Nein. Und bist ihm nie begegnet? Nein. Dann wirst du es auch nicht mehr. Hä? Dabei ist der bei euch ein- und ausgegangen. Wer? Der Franz Schwein, zum Gas ablesen. Hä? Der Gas ablesen zählt er ab, der Mann vom Gaswerk. Der Gaszähler. Weißt du, wo der ist? Klar weiß ich, wo der ist. Genau mit dem Keller. Aber ich habe nicht gewusst, dass ein Herr Schwein kommt ablesen. Er kommt dann nicht mehr. So. Und was ist mit seiner Frau? Von mir aus kann die das Gas ablesen. Haben ihr nicht einmal Blumen geschickt? Hä? Nägeli. Oder so. Drauf aber. Warum soll ich einer wildfremden Frau Blumen schicken? Und was ist mit der Frau Egeritsch? Mit wem? Eurer Putzfrau. Der Ani hat keine Blumen geschickt. Aber wenigstens ihrem Mann. Sag mal, wie viele Whisky hat dir der Papst gegeben? Nur zwei. Aber ich brauche mindestens eine ganze Gutter, um zu vergessen, was ich heute fahre. Gary, Liebe, von was redest du? Von Menschen. Menschen, die gestorben sind. Da innen. Sechs Menschen, zum ganz präzise sein. Sechs? Sechs. Ich habe gemeint, es seien nur vier gewesen.
Nein, sechs. Ganz genau sechs. Zuerst der Herr Schwein, dann Frau Egerich. Was soll das heißen? Du hast gemeint, es seien nur vier. Vielleicht haben sie mir zwei verheimlicht. Sechs, bist du ganz sicher? So hat man mir's erzählt. Ja, klar. Ich habe nicht gewusst von dem Gasmensch, noch von der Frau Egger, Dings, Bums. Dann sind es zusammen sechs, ja. Was soll das heißen von den anderen? Von denen hast du die ganze Zeit gewusst, seit wir uns kennen. Ja? Und hast nie das Gefühl gehabt, du solltest es vielleicht einmal erwähnen? Ich kann nicht wollen, dass du das weißt. Und auch sonst niemand. Wenn die Leute anfangen, darüber zu schneddern, dann haben wir gleich keine Freunde mehr. Aber du bist nicht geschockt. Okay, jetzt machen wir einen Punkt. Das ist schließlich nicht unsere Schuld. Etwas passiert einfach. Das ist ein unglückliches Zusammentreffen von unglücklichen. Unglück? Genau. Aber zwischen uns ändert das doch nichts. Also, ein bisschen etwas hat sich schon geändert. Das ist nicht gerade verständnisvoll. Verständnisvoll? Ja, klar. Oder ist etwas für uns, macht das Spass? Felix! Felix! Felix, warum flüchtest du von mir? Ich flüchte doch nicht vor dir. Schon, du hast mich gesehen, steigen abgekommen, bist davon geschwungen. Ist das eine Art, mich zu begrüßen? Was hast du hinter deinem Rücken versteckt, Brüderherz? Nicht. Du versteckst doch etwas. Nein. Schon. Felix! Ah! Wodka! Was? Yes, das ist ja tatsächlich eine Flasche Wodka. Was macht ihr hinter dem Rücken? Ja, sich verstecken. Aber jetzt haben wir sie ja gefunden. Jawohl, da ist sie. Du hast sie aber nicht von mir verstecken, oder? Doro, traust du mir das wirklich zu? Schon. Hast du etwa vergessen, dass ich übers Wochenende komme? Wie könnte ich? Ich habe doch extra die Flasche gekauft. Weiss Bea, dass du da bist? Wer? Bea, die Frau, die ich vor 24 Jahren geheiratet habe. Ja, die Bea. Ja klar, weiss es. Du bist heute am Nachmittag eingetrudelt, kurz bevor sie es posten. Hat sie nichts gesagt? Nein, sie hat gefunden, es sei nicht so wichtig. Wie bitte? Du hast mich schon verstanden. Ich habe ein Bad genommen und bin nachher eingeschlafen. Braves Meiteli Dorothee. Und jetzt bist du wach und hast schon den Wodka gefunden. Was willst du denn noch mehr? Du tust ja gerade wie wenn. Stell dir vor, ich bin auch schon ohne Glas in der Hand gesehen worden. Aber nicht nach der 6. Abend. So, da? Ein Bierbitzel. Jasmin. Was ist? Erwartet ihr Besuch? Nicht, dass ich wüsste, warum. Wie geht's? Nein! Was ist das? Wie bitte? Das da. Was ist das? Ja, also ich glaube, ein kleiner Wodka. Mit viel zu viel Soda. Entschuldigung, Doro, Hannen versäuft. So einen kleinen Wodka ist schwer, in so einer Glunke Wasser zu überleben. Sind Sie sicher? Junge Mann, ich bin vom Fach. Ich meine, dass das alles ist? Wasser und Wodka? Normalerweise macht der Felix nicht ungefragt neue Mischungen. Halt! Warum? Gehen Sie mir. Moment mal, das ist meine! Gary, was machst du da? Los, probieren Sie. Für mich perfekt. Ja? Das ist ja gut. So, bitte. Alles in Ordnung. Prost! Ist das Ihre Spezialität? In fremden Häusern über schutzlose Frauen herzufallen und ihnen das unverdiente Aperos einzureissen? Tante Doro, das ist der Gary. Schon! Du bist also der Gary. Ich weiss alles von dir. Du bleibst wahrscheinlich für das ganze Wochenende, oder? Tante Doro, das hättest du ja gerade können sagen. Was? Ich habe angefangen, dein Vater mit seiner Wildfremden einen Drink. Und wo liegt da der Unterschied? Ich weiss wirklich nicht, was mit dir los ist. Paps, es sind schon sechs. Wie? Oh, ich hab dir etwas gesagt. Hast du mir das müssen erzählen? Ich kann nicht wollen, dass er das weiss. Du posaunst es jetzt aber nicht in der ganzen Wahlgeschichte umeinander. Sie wollen nicht, dass jemand etwas davon erfährt. Das kann man vorstellen. Das Essen braucht nicht mehr lang. Ja, endlich. Jetzt sterben von Hunger. Und Sie bleiben einfach so ruhig? Klar, ich habe schon da gegessen. Wieso gehen Sie nicht runter? In die Kirche? Ich bete selten am Freitagnachmittag. Nein, ich meine, darf ich Quergo warnen? Wegen was? Und dahin? Zum Kaffee? Wirklich?
bist jetzt plötzlich fromm geworden. Er hat sich selber eingeladen, er ist neu im Dorf. Sie müssen das verhindern. Was? Dass der Pfarrer in das Haus kommt. Wo muss gerechnet ich? Sie sind Tante. Ah ja. Die Logik verstehe ich jetzt nicht ganz. Sie müssen warnen, Sie müssen irgendjemand erzählen. Hör endlich auf, meine Schwester zu drangsalieren. Lass sie einfach in Ruhe ihren Apero geniessen, ja? Gary, was ist eigentlich mit dir los? Mir wird schlecht. Ja, super, das hätte ich gern. Im gleichen Moment, wo meine Schwester kennenlernt, wird ihm schlecht. Komm, Doro, wir trinken draußen fertig. Gute Idee. Euer Garten ist wirklich traumhaft zur Zeit. Das hat Bea auch gesagt, wo sie vorhin auf der Leiter gestanden ist. Sag mal, ist das nicht gefährlich? Nur wenn man runterfällt. Was hast du? Es gibt überhaupt keinen Grund, so zu tun. Tante Dora hat den Schock fürs Leben. Ich konnte nicht wissen, wer das ist. Hat sie wollen schützen. Vor was? Nach allem, was man deinem Vater erzählt hat, habe ich angenommen, es könnte er vielleicht etwas zustoßen. Und dann umeinander hocken und Wodka schlürfen, passiert einem sicher nichts. Da wäre ich nicht so sicher. Super, wenn du wieder so eine gute Laune hast, gibt es sicher ein geniales Wochenende. Das ist unfair. Ich habe vorher schließlich nichts von eurer Putzfrau und von den anderen gewusst. Es verändert schon etwas. Aber wieso denn? Warum regst du dich so auf? Was soll denn mir sagen? Ist nicht gerade angenehm, wenn man Leute zum Essen hat und immer muss Angst haben, sie kippert schon vor dem Dessert vom Stühli, oder? Gary, denk einfach nicht mehr dran. Denk lieber an das. Das ist ja der Fluch. Jetzt, wo ich das weiss, ist das nicht mehr so einfach. Wie lange dauert es? Hä? Bis der nächste ankommt? Woher soll ich das wissen? Jetzt ist auf jeden Fall ein paar Monate nichts mehr passiert. Aber der Pfarrer kommt gleich auf Besuch. Ach, du nicht so kindisch, dann passiert schon nichts. Ja? Es ist vorbei. Glaub mir, das Putzfrau war die letzte. Von jetzt haben wir mehr Glück, wirst du sehen. Aber ich habe gehört, was dein Vater mit deiner Mutter geholfen hat. Ich habe gehört, was dein Vater mit deiner Mutter im Garten umgebracht hat. Geh mal in die Küche schauen, ob ich Mami etwas helfen kann. Dein Glas sieht ziemlich leer aus, Dorothee. Was? Tatsächlich, dass man es auf den Loch hat. Einer schafft es noch vor dem Essen, oder? Freihändig. Und du, Felix? Ein Kleiner liegt noch drin. Kleiner? Selbstverständlich. Schwesterli sind nicht so gierig. Du siehst ja aus, wie wenn dir ein Geist begegnet wäre. Willst du abhauen? Ja. Warum? Ich habe die ganze Nacht kein Auge gemacht. Ich musste daran denken. Mein Entschluss ist gefasst. Ich verdufte. Aber wieso denn? Du hast gesagt, eure Putzfrau sei die letzte gewesen. Ja? Das stimmt nicht. Klar, nachher ist ja noch nichts mehr passiert. Hör doch! Ich habe ihn gesehen. Wer gesehen? Einer von denen. Aber nicht jemanden. Mal. Ein Toter. Er hat mir nicht mehr viel gesagt. Wo? Dort hinten. Im Kasten. Was hast denn du dort hinten gesucht? Whisky. Was? Ich habe das Gefühl, ich brauche noch mal einen, aber der alte Flasche hat es noch am Gutsch gehabt. Dann hat Jasmin, der Whisky ist unwichtig. Ich habe keinen gefunden. Im Schrank hat es garantiert eine neue Flasche. Ja, Jasmin, vergiss den Whisky. Ich brauche nicht mehr. Ich habe etwas anderes gefunden. Du nicht so komisch, das hast du dir eingebildet. Er ist zum Kasten ausgefallen, mir direkt in die Arme. Und was hast du mit ihm gemacht? Was meinst du, dass er in Samba tanzt? Er, du sollst mit mir hassen.
hässig sein, gell? Ich habe ihn wieder zurückgestellt. Der ist immer noch dort drin. Ah, das nein. Der Mensch ist aufgestanden, hat es morgen genommen und ist verschwunden. Dann wollen wir doch gerade mal schauen. Willst du das wirklich? Wir müssen doch wissen, wer das ist. Frag deine Eltern, ich mache weg mit dir. Die wissen sogar seine Kragenreite. Jetzt fängst du wirklich langsam an durchzudrehen. Komm, Gary. Bist du ganz sicher, dass du das gesehen hast? Ein Toter ist nicht gerade ein schöner Anblick. Ein Toter sieht für mich eher aus wie eine Whiskyflasche. Seda. Gestern Abend war er da drin. Und wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er da. Ich finde ihn schon wieder. Weit kann er auf jeden Fall nicht sein. Hey, nochmal. Whisky so früh am Morgen? Hast du die Meine schon dran gewöhnt? Was ist denn mit dem los? Schlecht geschlafen. Arme Kerli. Gibt es irgendeinen Grund? Allerdings, Paps. Also, natürlich. Ist einfach blöd, dass er draufgekommen ist. Obwohl, er reagiert also ziemlich egozentrisch. Ein bisschen Mitgefühl wäre schon angebracht. Haben wir Besuch bekommen? Nein, warum? Da muss ich noch in der Tasche. Das ist ein Gary Sini. Wollt ihr schon gehen? Sieht so aus. Ist wie Socks. Hä? Nicht. Du, Paps. Mhm. Nach der Frau Egeritsch. Ja. Da hat es keinen Unfall mehr gegeben, oder? Klar nicht. Oh, ich hab doch gerade gesagt, er hat sich das alles eingebildet. Was? Der Gary hat gesagt, er hätte gestern Abend im Kasten etwas entdeckt. Aha. Er hat eine Flasche Whisky gesucht. Aha. Und keine gefunden. Hätte ja Tonic oder Bitterlim können nehmen, von dem hat es literweise nicht drin. Der Gary meint da noch etwas anderes. Was? Ein Mann. Ein Mann? In dem Kasten? Er hat es gesagt. Und was hat er dort drin gemacht? Nicht viel. Er sei tot gewesen. Ah ja! Der Gary hat gesagt, er hätte den Kasten aufgemacht und dann sei ein Toter rausgefallen. Wie viel von meinem Whisky hat der gestern Abend vernichtet? Suchen jetzt im Garten. Dort findest du auch nichts. Wo haben sie ihn versteckt? Ich würde in Zukunft beim Äpfelsaft bleiben. Ich habe den Kasten aufgemacht, weil ich Whisky gesucht habe und habe das gefunden. Was ist da in der Tasche? Sini! Mit im Weg, da kann man doch drüber stolpern. Er lässt sich denkt nicht dort, Mami. Also heute habe ich es wirklich übertrieben. Wisst ihr, was für Vorspeise gibt? Was? Austern. Oh, sag das nicht so laut. Sonst ändert er seine Meinung und geht nicht. Du bleibst nicht übers Wochenende? Nein, unmöglich. Ich muss es der Polizei sagen. Meinst du, interessiert das? Sag dir, was ich im Kasten gefunden habe? Er hat das Gefühl, ein grösserer Vorrat für die Hausbar sei strafbar. Sie wissen ganz genau, was ich meine. Gestern Abend war da innen im Kasten ein toter Mann. Wirklich? Das erstaunt mich jetzt. Aber wenn er doch da war, wie ist er denn nicht reingekommen? Von was redet er eigentlich? Seit Gary von unseren unglücklichen Zwischenfällen gehört hat, gab Fantasie mit ihm durch. Was machen wir jetzt? Also, ich kann ihn gleich umstechen. Denk schon für den Vikar! Jetzt hör mal auf mit dem Pfarrer! Ja, aber irgendetwas müssen wir doch jetzt machen. Du hast schon mehr als genug gemacht. Du hast nicht den kleinsten Funken Mitgefühl für uns gezeigt. Obwohl wir dich in unser Geheimnis eingeweht haben. Du hast den Kasten aufgebrochen. Hast von meinem Whisky gesoffen, mehr als du überhaupt je zugestanden wärst. Und jetzt packst du deine Taschen und verschwindest in deine Lotterbude, ohne Wände und flüssendes Wasser. Muss ich garten? Ich erzähle alles, was ich weiß. In wem? Der Polizei natürlich. So, dann mach doch. Kann es erzählen, es hindert dich niemand. Nicht? Ja, sicher nicht. Wenn es dich glücklich macht, dann gang. Ich würde den Wachmeister Büchi verlangen. Der Postenchef. Der war schon ein paar Mal da. Aber! Wer wird den toten Mann dann wieder sehen? Sie! Ich! Habe ich gesehen! Der Mann! Also muss er irgendjemand sein? Findet er schon? Es ist nur eine Frage von der Zeit! Hure Scheiss-Taschen!
Ich glaube, die Kabispflanzerei tut dem nicht gut. Felix, er hat einen Schock. Die vielen Unfälle in diesem Haus waren zu viel für ihn. Es ist noch lange kein Grund, um rumzubrillagen. Wir haben Leichen in den Resten. Vielleicht sollten wir Tafeln aufhängen. Hä? Um die Leute warnen vor Unfällen. Zum Beispiel eine oben an der Leiter. Vorsicht, ja, Abgrund. Was ist jetzt? Schnell, kommen wir alle schnell! Hast du etwas gefunden? Schnell, kommen wir raus, rechnen ein bisschen! Sie ist los, brennt! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Jetzt schließt ihr mal selber Kopfpartei! Hat er gefunden? Wer? Der dort innen. Dort innen ist niemand. Niemand, weil er jetzt nicht draußen ist. Ich hab's gewusst. Der ist das. Also, Gary, bist du gut, beruhig dich doch. Hat er gesagt, dass ich ihn finde. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Draußen, im Garten. Er schwimmt auf dem Seerosenteich. Dass man ihn gesehen hat. Oh, huere Schisstasche! Hoffentlich nimmt er die jemanden weg. Bricht sich noch jemand das Knick? Kommst du mit? Für was? Dann bildet sich doch beständig etwas ein. Trotzdem müssen wir schauen, Felix. Jetzt fang du nicht auch noch an. Es kommen nicht einfach irgendwelche Tote in unseren Teich, oder? Vielleicht ist er reingeht. Oh. Und wenn jemand drin ist, müssen wir ihn rausholen. Er vergiftet uns ja Goldfisch. Schießtasche! Ah, ich bin richtig verwöhnt worden. Morgen, Felix. Morgen. Morgen im Bett. Zwei Eier und Orangensaft. Einfach himmlisch. Wieso hast du Stiefel an? Für die Garten. Was? Zum Umstechen. Was machen denn die denn draussen? Die Gary behauptet, es liegt ein Toter im Teich. Ja! Den habe ich völlig vergessen. Hm? Total verschwitzt. Was? Den Teich. Soll das heissen, der liegt wirklich einer drin? Klar, seit gestern Abend. Woher weißt du das? Ich habe ihn reingehört. In den Teich? Ja. Reingehört? Gestern nach der Nacht. Du bist besoffen. Von was? Vom Orangensaft? Du hättest doch den gar nicht mögen. So einen Sprenzel. Ich habe ihn rausgeschleckt. Egal, hat er da und reingeht. Ausgeschleckt und reingeht? Ja. Warum? Ich konnte ihn nicht gut drin lassen. Du bist doch mal ein bisschen sensibel. Dorothee, ich wäre wahnsinnig froh, wenn ich wüsste, von was du redest. Du weißt, das ist wirklich ein toter Mann im Teich? Ja. Und wo war er vorher? Vor dem Teich? Ja. In der Garette? Nein, Dorothee, nein. Vor der Garette. Ich meine, wo hast du ihn her gehabt? Ach so, aus dem Kasten. Dann hat ja der Gary gleich recht gehabt. Soll das heißen, der Gary hat ihn im Kasten gesehen? Offensichtlich vor dem Essen. Schon, dann hätte ich mir die Schleikerei ja können sparen. Doro, ich komme immer noch nicht raus. Ich wollte ihn nicht dort drin lassen. Ich dachte, vielleicht braucht irgendjemand etwas und dann sieht ihn der Gary. Und wenn, was macht das für einen Unterschied? Also ich habe das Gefühl, ich habe noch einen Toten mehr und der haut ab. Wäre das schön gewesen? Felix, du bist fies. Jasmin hat ihn gern. Auf jeden Fall habe ich gedacht, im Teich sehe ich den Toten niemand. Das Wasser ist nur 20 cm tief. Das habe ich vergessen. Arme Doro. Ist denn der Wodka schon leer gewesen? Ha? Oder was hast du schon schwellen? Wie meinst du das? Ja, wo du den Kasten aufgemacht hast und der andere entgegengekommen ist. Ich habe gewusst, dass er drin ist. Du hast das die ganze Zeit gewusst? Schon, ich habe ihn ja reingestellt. Was? Gestern Nachmittag. Aber doch noch warum? Wir haben schlecht auch liegen auf dem Teppich. Stell dir mal vor, es wäre jemand gekommen. Ich wollte es ja vor der Nacht erzählen, aber ihr habt über irgendetwas geschwätzt und dann habe ich es vergessen. Aber er war schon tot, als du ihn reingestellt hast. Ja, meinst du, hätte sich so schnell gefallen? Sie müssen drucken, bis ich die Türen zugebracht habe. Ach, Doro. Warum hast du nicht einfach die Polizei angerufen? Das habe ich ja gemacht, aber der Postenchef war gerade nicht rum. Mit dem anderen wollte ich nicht reden. Ich dachte, ich warte noch ein bisschen. Und dann? Habe ich es vergessen. Oh. Wer war das überhaupt? Wer? Der Mann, der dich druckt und rausgeschleift hast. Der Fernsehmechaniker. Was? Hat er den Apparat geklickt? Ich glaube nicht dazu gekommen. Was ist denn passiert? Ich habe ihn reingelassen, ihm alles gezeigt und dann habe ich ihn allein gelassen.
Wahrscheinlich ein Kunstschluss. Kurz. Was? Kurzschluss. Kunstschluss. Ist ja gleich. Falls aber nicht zurückgekommen bist, ist er auf dem Boden gelegen. Tot. Ja? Du hättest halt beim Fernsehen vielleicht müssen hinschreiben müssen. Vorsicht, Strom! Doro, er war Fernsehmechaniker. Die wissen, was Strom ist. Das muss ja ein grauenhafter Schlag sein für dich. Nicht für mich, für ihn. Dann rufen wir halt wieder einmal der Polizei an. Ein Postenchef? Ja, vielleicht ist der Bücher jetzt dort. Felix, du musst etwas unternehmen. Muss ich? Der Gary hat recht, dass ich einen Schweiz im Biotop und sieht es ganz deutlich. Er ist noch ein abgedeckt von den Seerosenblättern. Das muss wirklich ein Sprenzel sein, 20 cm. Und, was soll ich jetzt machen? Ja, einen rausholen. Soll ich etwa mitten im Teich rauslatschen? Das ist doch Stefan an. Die sind für den Garten. Felix, wir könnten doch nicht einfach dort lassen. Wieso nicht? Die Polizei soll das machen, wenn sie kommt. Für das werden schließlich gezahlt. Du weißt, wie die Polizei da außen ist. Die Halbzeit dösen vor sich ein. Und die andere Hälfte schlafen zu fest. Und wenn Besuch kommt? Gut ja. Möglich am Samstag. Ja, und? Und wenn dann zum Beispiel einer zu den Goldfisch will, in den Teich hineinschaut und sieht, dass einer zurückstarrt? Dann sagen wir, es sei dein Cousin aus Rapperswil. Den tauche ich so gern. Schluss, Felix. Los, wir holen ihn raus. Sag, dass er Gary, der ist jünger. Der ist im Moment total über. Er übertreibt wirklich. Jasmin haset hinter ihm her und versucht, ihn zu beruhigen. Du siehst also, Felix, du bist dran. Er war echt der arme Kerl, geht einfach in unseren Teich hinein und vertrinkt. Der ist nicht vertrunken. Ja, meinst du, vielleicht erhalte ich die ganze Zeit die Luft an? Scheiße! Das hätte ich fast vergessen. Kannst du echt einmal aufhören mit deiner Vergesserei? Was ist denn jetzt wieder los? Der Vikar, er hat angerufen. Wir sind alle im Garten gewesen, dann ist er oben abgenommen. Er wird euch suchen. Gott! Nein, nur der Vikar. Und wann? Heute Vormittag. Heute Vormittag? Passt dir das nicht? Nicht wirklich, nein. In unserem Biotop schwimmt der Leich umeinander. Was soll der Vikar von uns denken? Spielt das eine Rolle, was der von uns denkt? Abgesehen davon hat er sicher schon mal einen Toten gesehen. Staub zu Staub und so. Felix! Aber doch nicht beim Kennenlernen. Vielleicht brauchen wir den Herrn Vikar ja noch mal. Für was? Ja, wer weiss zum Beispiel bei der Hochzeit von der Jasmin? Warum soll der die Jasmin heiraten? Beim Hochsieg von der Jasmin und dem Gary. Was? Nur über meine Leiche. Felix, ich wäre etwas vorsichtig mit solchen Äußerungen. Der Mann im Teich wartet. Los jetzt! Und wo soll er hin? Wieder in den Kasten? In welchen Kasten? Oh, vergiss es, das ist eine lange Geschichte. Bringst du ihn ins Gartenhaus und schliess die Steuern an? Für was? Der Säckchen nicht mehr kommt. Manchmal sind Männer grauenhaft unpraktisch. Sag nicht. Wenn es die Situation verlangt, muss man einfach nicht zupacken. Ist der schon da? Kurz vor Mittag, hat er gesagt. Ja, wer kann denn das sonst sein? Vielleicht der Milchmann. Der kommt schon seit 30 Jahren nicht mehr. Schon, wie die Zeit vergeht. Oh. Ich kann schauen. Ja, jetzt komm mal. Schon gut, Felix, schrei mir da. Schon gut, Gary, schrei mir da. Habe ich geschrien? Ich habe mich nur erlaubt zu fragen, wie der in euer Seerosenteich ist. Ist das so unverständlich? Wahrscheinlich ist er reingehauen. Ist das so unverständlich? Ausgerechnet jetzt, wo ich gemeint habe, mir gibt etwas mehr Glück. Jasmin, er war im Kasten rein. Also muss ihn irgendjemand rausknallen. Ha! 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 Warum sollte irgendjemand ein Interesse daran haben, alle rein und wieder rauszuschleichen? Ich weiss wirklich nicht, was mit dir los ist, Gary. Du hättest nie anfangen sollen, Whisky zu saufen. Moje Watsch? Mein Vater wollte den Typ rausziehen. Vielleicht warten Sie besser hier. Herr Schotenhammel. Was? Aber nennen Sie mich einfach Vikar. Ja, klar. Ich hoffe, ich bin nicht im falschen Moment gekommen. Na ja, Sie sind gerade ziemlich beschäftigt im Garten. Ah, Flora. Nein. Eher Fauna. Wenn Sie lieber ein anderes Mal wiederkommen möchten. Nein, nein, ich warte gern, kein Problem. Übrigens bemühen Sie sich nicht. Ich bin ja schon ein paar Jahre in der Schweiz und ich verstehe das Schweizerdeutsch sehr gut. Beim Reden hapert es halt ein bisschen. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Wenn Sie erlauben, setze ich mich da hin und warte. Ja. Dann kann ich ein bisschen verschnaufen. Man muss sich ja ganz schön abstrampeln, bis man hier aufgeradelt ist.
Wollen Sie jemanden einen Kaffee? Ja, bitte, danke, das wäre ganz nett. Milch? Schwarz. Ah ja, natürlich. Zucker? Ja, bitte, danke, drei Stück. Ich bin ein Süßer. Ja, das kann man vorstellen. Soll ich erwarten? Auf was? Kaffee. Kaffee? Wenn ich Sie wäre, würde ich keinen Kaffee trinken. Nicht in dem Haus. Ist er so schlecht? Sie sind neu da, oder? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Sehr schönes Haus. Ich meine neu hier im Ort. Ach so, ja. Richtig. Dann stimmt's ja so. Ach, Sie haben von mir gehört? Oh ja, man hat von Ihnen geredet. Wirklich? Nein, nicht. Sie haben sicher schon das vom Gasabreißer gehört, oder? Ja, wie? Aber ich bin sicher, es ist alles eine einzige Lüge. Wieso, was hat man Ihnen erzählt? Andeutungen. Ein paar Leute haben gemeint, er verbringe zu viel Zeit bei der Frau Siegenthaler. Jedenfalls mehr als das Ablesen Ihres Zählers erfordert. Wenn Sie verstehen, was Sie machen. Nein. Naja, Ihr Mann ist weit weg, in Afrika. Er ist tot. Der Herr Siegenthaler? Nein, der Gasmann. Wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst. Oh, du meine Güte, soll das heißen? Der Herr Siegenthaler ist unerwartet zurückgekommen. Er ist Kellersteigen abgeschädert wie ein Bobschlitter. Und hat das Knick gebrochen. Der Herr Siegenthaler? Nein, der Gasmann. Aber den habe ich ja gestern gesehen, da war er noch pumperl gesund. Das muss der Neue gewesen sein, ich meine der Alte. Ach so. Felix! Diese Dame habe ich reingelassen. Bea! Sie war es auch, die mir einen Kaffee bringen wollte. Er ist da, der Vikar, er ist da! Der Kaffee kommt gleich. Wegen was sind Sie gekommen? Wie? Warum sind Sie hier? Naja, ich möchte halt gern alle meine Schafen kennenlernen. Man kann ja nie wissen, vielleicht braucht jemand eine Hilfe. Eine Hilfe? Hum, ich habe einen ganz guten Reitschlag. Werden Sie erwartet? Aber sicher. Aber Sie blieben nicht zum Mittagessen. Dafür wär's ein bisschen früh, nicht wahr? Es geht Austern. Vielleicht das nächste Mal. Sie dürfen überhaupt nie da essen. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja, Sie nicht, aber die hier. Verzeihen Sie, aber ich verstehe. Wenn Sie, wenn würde ich jetzt verschwinden, kann ich ja sagen, dass Sie kurz reingeschaut haben. Dürfen Sie bitte... Hauen Sie ab, solange Sie noch können. Aber ich bin ja gerade erst gekommen. Schaffst du das Popsi im Rücken? Ja, ich schaffe es, bis jetzt noch kein Leis. Zu erfassen. Wen, mein Sohn? Den Himmel, mein Lieb. Und was ist das jetzt? Was? Na, dieser Rückwärtsgang. Ja. Ja, jetzt komme ich oben an und weiche zurück. Beides gleichzeitig. So was habe ich noch nie gesehen. Gott sei Dank, alles vorüber. Weiß irgendjemand, dass Sie da sind? Ich glaube nicht, wieso? Nicht mal der Sigrist. Nein! Voll krass! Das ist immer, was ich gemeint habe. Wovon sprechen Sie? Irgendwie muss ich Sie von hier wegkriegen. Nur keine Sorge, ich habe mein Radl dabei. Ja, aber wenn Sie jemanden sieht, macht nichts, ich fahre ganz gut. Ja, man lässt Sie da nicht mehr weg. Wie? Ich habe es gehört reden. Die meinen, Sie wissen das vom Gasablasen. Ah, jetzt verstehe ich. Sie sind mit dem Herrn Siegenthaler befreundet. Hä? Wir haben das keine Zeit für lange Erklärung. Machen Sie, was ich Ihnen sage, und alles wird gut. Kommen Sie. Wo gehen wir denn hin? Sagen Sie jetzt da gerade. Sie warten da drinnen. Aber tun Sie, was ich Ihnen sage. Ich rufe Ihnen dann schon. Aber ich verstehe mal. Ich
Kasten ist nicht schalldicht. Also, leise! Hä? Sie sollen den nicht Zeit. Sie sollen den nicht Zeit lesen, oder? Überlegen Sie sich Ihre nächste Sonntagspredigt. Gary, lieb, hast du irgendwann mit dem Vikar gesehen? Ein Vikar? Nein. Na gut, letzte Weihnachten beim Adventsbazar. Dort ist irgendjemand einen rumgestanden. Gell, ich meine da. Ah, da? Nein. Geh du! Ich bin aber ganz sicher. Da vorhin war noch einer da. Ein Vikar? Ja, bei uns in Café Galen. Da ist er gesessen. Auf dem Sofa? Schon. Ich habe nichts gesehen. Moment. Als ich da draußen war, habe ich ihn gesehen. Da innen, mit dir. Ah, das war ein Vikar. Schon, hast du es nicht gemerkt? Ah, da sind sie ja. Siehst du, ich habe recht gehabt. Ah, der Vikar. Habe ich gewusst, dass Sie den meinen. Was haben Sie in dem Kasten wollen? Ich habe auf den Kaffee gewartet. Ja, aber warum im Kasten? Sie sind doch da gesessen. Ja, ich weiß, aber... Er interessiert sich für Kasten. Also für Schränke oder ein Vikar. Er möchte den gerne als Beichtstuhl. Also, kommen Sie, sitzen Sie wieder ab. Vielen Dank. Ja, extra für Sie. Schwarz. Mit 3 Löffeln Zucker, wie Sie gesagt haben. Sehr lieb. Wollen Sie wirklich Kaffee? Sie können schlafen? Aber es ist Vormittag, bis zur Nacht und dauert noch besser. Möchten Sie etwas spazieren gehen? Eigentlich würde ich lieber meinen Kaffee trinken, vielleicht später. Dann könnte ich Spazi. Sekunde, erlauben Sie. Was soll denn das? Das ist zu wenig süß für Sie. Würden Sie mir bitte meinen Kaffee wiedergeben? Los, probieren Sie. Ich bin zwar ein Geistlicher, aber dennoch durchaus in der Lage, den weltlichen Genuss aus dieser Tassen selber zu wagen. Nein. Ja, dann kochen die, probiert den auch. Selbstverständlich, Gary, wenn dich das glücklich macht. Ich will nur wissen, was es alles soll. Bäh, viel zu süß für mich. Sie haben tatsächlich probiert. Das hätte ich doch sollen, oder? Aber ich habe nicht gedacht, dass sie es machen. Ich habe nicht gedacht, dass sie es macht. Aber sie hat. Entschuldigung. Danke. So, was hätten wir? Jetzt kann ich an. Oh nein! Was ist? Der Vikar ist da. Felix, der Vikar ist da. Er ist auf einen Kaffee vorbeigekommen. Schön. Herr Vikar, freut mich. Felix Kobel. Grüß Sie Gott, Herr Kobel. Ja, Sie haben den Kaffee bekommen, dann ist alles in der Ordnung. Für Austern wäre es ein bisschen früh. Ja, Sie sagen es. Von was redet er? Keine Ahnung. Herr Vikar, das ist unsere Tochter Jasmin. Grüezi, Herr Vikar. Freut mich sehr. Herr Vikar! Was für eine reizende Überraschung! Bitte? Dass Sie da sind, so unerwartet. Aber ich habe angerufen. Natürlich. Ich habe auch nicht gemeint, dass wir es nicht gewusst haben. Ich habe nur gemeint, wir haben nicht gewusst, wann. Ich habe es im Garten übergekriegt. Ah, das war das? Wir haben kein Wort verstanden. Was haben Sie denn im Garten gemacht? Ein bisschen Güssel weggeräumt. Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang? Warum soll er jetzt spazieren? Sie haben ja kein Übergewicht, oder? Naja, ein bisschen zu viel. Was? Sie haben eine Idealfigur. Wir halten euch fit mit dem Radl. Sie sind mit dem Velo gekommen? Ja. Da oben? Das hätte ich wollen sehen. Er ist mit dem Radl da. 3 Löffel Zucker? Nee, was? Nimmt er. Wo? Velo? Nein, Kaffee. Mein einziges Laster. Ja, das werden wir hoffen. Na, so viel Zucker sollten Sie etwas spazieren gehen. Kleines Training. Hat Sie gern gehabt? Ja, schon. Dann werden Sie da sicher die Rosen sehen. Und Gladiolen. Und Sonnenblumen. Beim Spazieren gehen. Aber ich habe ja meinen Kaffee noch gar nicht ausgetrunken. Warum soll er jetzt im Garten rumgurken, wo er jetzt gerade gekommen ist? Haben Sie Angst, er könnte etwas entdecken? Sicher nicht, unsere Bettchen sind alle tipptopp. Und der Teich? Oh, Sie haben einen Teich? Ja.
Aber du sind im Garten. Ich liebe Teiche, aber Eisen nicht. Ist er nicht gut gefüllt? Mal, doch. Hier und da. Goldfisch und sowas. Ja, auch. Das muss ich sehen. Nein, das geht jetzt nicht. Warum nicht? Nicht jetzt. Sie können jetzt nicht anschauen. Er kann ihn jetzt nicht anschauen, oder Felix? Aber klar kann er. Wenn er unseren Teich unbedingt will sehen. Er wird wohl gerade in allen Blumenbeeten umtrampeln. Bitte, bitte, ich will mich auf keinen Fall aufdrängen. Mal drängen Sie sich noch auf! Aber wir würden Ihnen natürlich lieber alles zeigen, wenn es richtig sauber ist. Im Moment ist es Saupuff, gell, Felix? Du sagst es, Schatz. Aber der Teich ist wenigstens sauber, Felix. Ja, er ist weg. Wir haben ihn ins Gartenhäuschen gebracht. Ah ja! Der Karre! Die Garrette! Die Schubkarre, wo wir fertig waren. Mit dem, der reingefallen ist. Laub! So Berge von Laub! Grauhaft! Laub im Frühsommer? Noch voll letztes Jahr. Darum haben wir alle komische Stiefel lassen. So nett, dass Sie mal vorbeikommen sind. Ja, ich möchte halt gern so nach und nach alle meine Schafern kennenlernen. Schafern? Schäfli, das sind wir, Paps. Also. Und wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Gell, Felix, wir freuen uns sehr. Na lieb, dann können wir ja ein bisschen miteinander plaudern. Über was? Ja, so über dies und das. Dies und das? Ja, über verschiedene Sachen halt. Sachen? Dann haben Sie also vom Gas ablassen gehört. Ja schon, aber darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Das ist sehr rücksichtsvoll von Ihnen. Aber es muss Ihnen gar nicht unangenehm sein. Das hätte jedem können passieren, sogar Ihnen. Voll krass! Also, was den Gasmann angeht, so bin ich der Auffassung, was jemand privat in seinen eigenen vier Wänden macht, das ist ganz alleinig seine Angelegenheit. Ja, was? Aber sicher. Sie mögen das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen, weil Sie mit Herrn Siegenthaler befreundet sind. Sind wir mit Herrn Siegenthaler befreundet? Offensichtlich. Wer ist der Herr Siegenthaler? Noch nie gehört. Ach so! Dann hat Ihnen die Neue das erzählt. Welche Neue? Putzfrau. Die hat Ihnen sicher gesagt, was mit der Alten passiert ist, schon mit dem Gasablaser. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Was ich weiß ich vom Fleischer. Fleischer? Ja, vom Metzger. Ich habe noch gedacht, ich habe mich letzte Woche beim Leber ein Schnetzel so komisch angeschaut. Wie? Wir kommen einfach keine mehr über. Leber? Nein, Putzfrau. Warum nicht? Ja, ich nehme an, Sie haben eben alle Angst vor dem, was am Gasmann passiert ist. Ich verstehe. Aber ich bitte, Sie sind der Frau Siegenthaler doch gar kein bisschen ähnlich. Oh, danke vielmal. Wie ist sie denn? Naja, alles, was Hosen anhat. Wer ist Frau Siegenthaler? Danke, Doro, das wollte ich auch gerade fragen. Bring sie nicht auf, ich habe sie noch vom Fleischer gehört. Metzger. Müssen Sie dann gleich wieder? Gary. Er hat seinen Kaffee gar noch nicht ausgetrunken. Der ist sicher schon kalt. Wir machen gerade frische. Nein, Gary. Erwartet keinen. Können Sie sie mal erkennen? Nicht, wenn ich wieder im Schrank warten muss. Wie? Er war im Kasten. Ich weiß, dass er im Kasten war. Und du weißt, dass er im Kasten war. Der Bruder Fikar nicht an uns wissen, dass er im Kasten war, oder? Ich meine den Fikar, der war im Kasten. Was? Nicht sehr geräumig. Wer? Ihr Schrank da. Woher wissen Sie das? Jetzt hat er es doch gerade gesagt, der war drin. Stimmt das? Aber nur kurz. Ihr Sohn hat mich reingesperrt. Ja, der da ist nicht mein Sohn. Spinnst du eigentlich? Also wirklich, Gary, du kannst doch nicht einfach Leute in Kästen einsperren. Ich denke, das interessieren. Also los, Herr Fikar, kommen Sie, aufpassen. Die Hände immer schön an der Lenkstange lassen. Bitte? Wenn Sie und Ihr Fahrrad uns jetzt verlassen. Aber warum sollte ich den Lenker loslassen? Ich bin Pfarrer und nicht Akrobat. Er macht hier die Kunststücke. Was für Kunststücke? Gerade vorhin hat er mal eins gezeigt. Was für eins? Rückwärtsgehend in den Himmel kommen. Ja, ja. Und beides zur gleichen Zeit. Das tönt überhaupt nicht nach Gary. Warum zeigen Sie es den anderen nicht einmal? Lieber nicht. So was habe ich noch nie gesehen. Also komm, Gary. Zeig deine Kunst. Aber genauso wie bei mir. Ha ha ha.
nicht wunderbar? Ja, wenn man auf so etwas steht. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja alle am Sonntag. Wieso? Was ist denn? Felix! Man würde es Ihnen passen, zum Namen vorbeikommen. Wir konnten ja kaum richtig schwätzen. Es war so ein hektischer Vormittag. Ja, eigentlich habe ich erst nach dem Mittagessen den nächsten Termin. Dann bleiben Sie doch gerade zum Essen bei uns. Yeah. Ja? Ja, wenn Sie unbedingt wollen. Er will nicht essen. Ist nicht. Ist es nicht so, Herr Fikar? Ja, er will essen. Jeder muss essen. Er muss aber nicht da müssen. Essen, oder? Sie haben ein schienenfarbiges Trittspender an. Jetzt kommen Sie endlich mal. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich kann ihn ja wieder abziehen. Ziehen Sie die wieder ab. Gut, das hätten wir. Kommen Sie, Herr Fikar, setzen Sie ab. Sie sind sehr freundlich. Überhaupt nicht. Fühlen Sie sich einfach wie zu Hause. Sie sollen es so richtig bequem haben. Wir sind ja so froh, dass Sie angerufen haben. Und jetzt, wo wir Sie mal bei uns haben, lassen wir Sie nicht so schnell wieder gehen. Voll krass! Wo ist er? Wer? Der Vikar? Keine Ahnung. Der ist in der Küche, der will helfen, abwaschen. Dort ist er aber nicht. Ja, vielleicht hätte er mal müssen. Das soll sogar mit Pferden vorkommen. Du hättest ihm nicht so viel Wein sollen geben. Hätte ja können Nein sagen. Aber jedes Mal, wenn ich geschaut habe, war sein Glas leer. Ja, und warum hast du ihn dann immer wieder eingeschenkt? Und warum hast du ihn überhaupt zum Essen eingeladen? Sonst sagst du immer, ich soll mich benehmen. Hast du ausgerechnet heute damit müssen anfangen? Wir haben den toten Mann im Gartenhäuschen. Wer ist das überhaupt? Hätte sollen den Fernseher reparieren. Und was ist passiert? Der Stromschlag vermutlich. Hätte auch einen können schicken, der vom Elektrischen etwas versteht. Hast du den Fikar gesehen? Ja, der spaziert draußen im Garten umeinander. Was? Ein wenig frische Luft schnappen. Der hat doch zu viel Wein gehabt, ist schon müde. Und wenn er ins Gartenhäuschen geht, los kommt Felix. Muss ich noch jemand hin? Aber sicher schon den Fikar stoppen. Ich trinke gerade mit Kaffee. Der kann warten. Wir können nicht riskieren, dass der Fikar den Tote findet. Würde ihm recht geschehen. Auch am Fahrer fällt er nicht einfach so mit der Tür ins Haus. Felix, bitte. Das Einzige, was du machen musst, ist ihn ablenken. Ist denn das wirklich zu viel verlangt? Von mir aus. Aber räumt meinen Kaffee nicht ab, solange ich weg bin. Herr Fikar, hören Sie mich? Scheiss Taschen! Herr Fikar, wo sind Sie? Kobel? Hallo? Wer? Ja, der ist da. Moment bitte. Gary, Telefon! Er kommt sofort. Ja, was ist? Da für dich. Für mich? Hallo? Ah, hi, Fati. Wo sind ihr? Was machen ihr denn da? Aha. Was jetzt? Nein, lieber nicht. Nein, nein, natürlich nicht, aber sind das ein paar Sachen? Was jetzt? Das wäre mir lieber, könnte das auf einen anderen Tag verschieben. Man muss natürlich aber nicht. Nein, lass Fati. Fati! Gott, vertelle ich Huren Scheissakku. Ist alles in Ordnung, Gary? Wie? Ist nicht passiert? Das war mein Vater. Zusammen mit meiner Mutter. Ist das so ungewöhnlich? Sie kommen gerade. Wohin? Da hin. Jetzt? Es sieht so aus, haben den Besuch wollen ausreden, aber sein Akku ist wieder einmal unten. Wieso ausreden? Ist doch schön, wenn deine Eltern da ein Besuch machen. Sind Sie sicher? Jasmin! Muss ich warnen. Meinst du, er schämt sich wegen seinen Eltern? Keine Ahnung, Doro. Ich werde jetzt einfach in aller Ruhe Tassen Kaffee trinken. Bitte? Ich kann ja nichts sagen. Ja, das wäre mal eine Abwechslung. Ich lasse doch nicht so allein im Garten umeinander irren lassen, gerade nach dem Essen. Sie brauchen zuerst mal einen Kaffee. Nein, nein, das sei Gott vor. Kaffee zieht in diesem Haus immer Komplikationen auf sich. So, das ist mir neu. Aber Ihr Garten ist eine wahre Pracht. Gern Sie. Haben Sie schon alles gesehen? Nein, aber genug, um weiterstöbern zu wollen. Und das Gartenhäuschen, haben Sie das schon gesehen? Aber ja. Wirklich? Klar. Gleich da drüben, hinter dem Marbeerbaum. Können Sie es sehen? Da drüben? Ja, ja, ich weiß, was ist. Bitte? Ah ja, natürlich. Bin ich ein Chopper. Was? Ein Löhli. Ein wirklich schönes Gartenhäuschen.
Also als Gartenhäuschen ideal. Ja. So stabil? Ja. Und so sonnig? Ja. Ich sitze noch viel dort. Im Gartenhäuschen? Es ist so friedlich dort. Ja. Zum Beispiel nach dem Essen. Nach dem Essen? Genau. Zum Nachdenken und Träumen. Es ist für mich der friedlichste Moment vom ganzen Tag, wenn ich ein bisschen ausruhen im Gartenhäusli. Es kann also gut sein, dass Sie dort jemanden gesehen haben im Gartenhäusli. Natürlich. Das wäre dann ich gewesen und sonst niemand. Verstehen Sie? Ein kleines Nickerchen nach dem Essen. Aber ich war ja nicht einmal in der Nähe von Ihrem Gartenhäusli. Wieso haben Sie es denn gesagt? Gottverdelli! Dürfen Sie bitte ein Glas Wasser haben? Aber drinnen gibt es Kaffee. Nein, Wasser. Ihr Wein war ganz gut, aber macht doch ziemlich durstig. Klar, das Glas Wasser. Kommt sofort. Schießtasche! Entschuldigung. Das Glas Wasser für die Vikar. Aber es hat doch Kaffee. Er wollte keinen Kaffee, lieber Wasser. Hat gerade einen Brand. Ich kann es holen. Nein, ich gehe. Deine Frau muss mit dir reden. Sie hat, glaube ich, etwas auf den Leber oder so. Also wer es von uns zwei auf der Leber hat, das wird ich dann zuerst noch sehen. Was ist denn los, Bea? Am Geri seine Eltern kommen. Wohin? Dahin. Wann? Ja, sie haben angerufen, sie müssen jeden Moment da sein. Was sollen wir machen? Gibst du einen Kaffee und ein Stück Kuchen? Und der Fernsehmechaniker? Der will keinen Kuchen mehr, der ist im Garten. Genau das meine ich. Bea, am Geri seine Eltern wollen sicher nicht gerade in unser Gartenhäuschen ziehen. Ja, da bist du nie sicher. Was soll ich denn machen? Du lässt nicht Eggers einfach nicht in den Garten. An so einem herrlichen Tag. Nicht gerade einfach. Das weiss ich auch. Das ist einfach dein Bestes. Felix! Wollt ihr noch mehr Wasser? Ich glaube nicht. Felix. Hä? Ich weiss nicht, wie ich es sagen soll, aber Doro, was ist? Der Fikar. Oh nein! Er ist aber nicht? Nein, moll. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir haben schon ein Glück. Unglaublich. Der hat aber auch nicht gerade im Lotto gewonnen. Doro, 2 in 24 Stunden, mit was haben wir das verdient? Habt ihr die Super News schon gehört? Super News, wo? Ich hab gemeint, er sei schon weg. Wer? Der Vikar. Reden wir nicht mehr vom Vikar. Psst, was ist? Er ist nicht auf, er schläft. Ah ja? Ja, er schläft in Rausch aus. Du hättest ihm mal nicht so viel Weise gegeben. Psst. Der ist das nicht gewöhnt. Trunken hat er aber wie wann? Sieht so friedlich aus. Ja, das überrascht mich nicht. Meinst du, er braucht lang? Wer? Der Vikar. Für was? Um seinen Rausch ausschlafen. Oh ja, ein paar Jörli nehme ich schon. Glotzen nicht so an, sonst verwacht er noch. Jasmin, was gibt's denn für super News? Am Geri seine Eltern kommen. Oh, die haben ich ganz vergessen. Sie sind aber noch nicht da, oder? Nein, aber sie kommen jeden Moment. Im Ernst? Ja, ist lässig, oder? Mann, ich kann mich kaum noch heben. Du bist nicht mit ihnen, gell? Es kommt darauf an, wie die sind. Klar, Jasmin, wir freuen uns, nicht Eggers kennenzulernen. Gell, Felix? Machen wir das. Wart doch die Foren aufs. Hä? Der Geri steht sicher vor der Haustür und der ist eh schon nervös. Es wäre besser, du wärst bei ihm. Genau, gang du, wir kümmern uns um alles. Und der Vikar? Der ist dann weg. Was? Wir wecken ihn auf. Und hacken aufs Velo, oder? Ja, ja. Genau, du und der Geri warten vor der Haustür auf seine Eltern. Velofahren tut der, glaube ich, nicht mehr. Was ist eigentlich los mit euch zwei? Hätte Jasmin einmal nicht gut können sagen, dass der Vikar tot in unserem Garten reitet, wenn sie sich auf ihre Schwiegereltern freut. Hat er ausgerechnet, jetzt müssen abkratzen. Doro! Sterben. Das ist das Leben. Ausgerechnet jetzt, wo wir gemeint haben, es geht bergauf, haben wir einen auf dem Sitzplatz und einen im Gartenhäuschen. Leute der Polizei an, die können abholen. Felix, aber gerne seine Eltern können jeden Moment da sein. Ja, und? Das macht einen schönen Eindruck, wenn gerade ein Leichenwagen anzufahren kommt. Das macht nur viel den besseren Eindruck, wenn Sie unserem Garten einen toten Pfarrer antreffen. Spinnst, Felix? Wir lassen ihn sicher nicht da. Sondern? Wir bringen ihn ins Gartenhäuschen. Schon besetzt! Auch was, dem ist Platz genug. Wir müssen die Polizei anrufen. Jetzt! Felix, bitte! Ich will ihm gerne seine Eltern nicht mit unserer Unfallserie konfrontieren. Es ist so peinlich! Schon! Denk doch mal an Jasmin. Du kannst anrufen, wenn sie fort sind. Ich hole Karette.
Die Batzen sind schon da. Oh nein. Ich habe gerade das Auto gehalten vor dem Haus. Also los, kommen wir ins Wohnzimmer. Was ist mit dem Fikat? Wir zwei verwickeln die Niedecker in das Gespräch und der Felix bringt ihn weg. Ihr seht mich doch durchs Fenster. Ja, sollen wir nicht bei dir draussen lassen? Also, was machen wir jetzt? Sie sind da. Dann soll ich sie reinholen. Nur wenn dir nichts Besseres einfällt. Nein. Wenn es kein Fernsehen und kein Kille gäbe, wäre das alles gar nicht passiert. Das ist meine Mutter. Da wäre ich nie drauf gekommen. Felix. Na ja, sie gleicht ihm überhaupt nicht. Oder? Nein, also nicht fest. Da haben sie Glück gehabt. Reiss dich zusammen. Ja, das war ein Kompliment. Sie wollte ja nicht aussehen wie ein Mann. Sie wollen doch nicht aussehen wie ein Mann, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bin der Jasmin, ihr Vater. Das ist ihre Mutter. Freut mich, Frau Niedecker. Ich mich auch. Und das ist meine Schwester Dorothee. Ich will keinen Tee. Grüezi. Freut mich. Und das ist ihr Sohn. Guten Tag. Möchten Sie ihn nicht absitzen? Hey, der schöne Garten. Nicht der Redwert. Ich liebe gepflegte Gärten. Aber unser ist total verwildert. Ich zeige Ihnen nachher. Das ist lieb. Ich freue mich drauf. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Nein, nein, nein. Dort so. Bitte viel bequemer. So. Wie geht's so? Das neue Burg. Wie? Das neue Burg, wie lebt sich's dort? Keine Ahnung. Wieso? Wir wohnen in Neuenhof. Ach. Aber ich wusste, dass irgendetwas Neues ist. Ist das alles? Was meinen Sie? Du hast gesagt, deine Eltern kommen. Stimmt. Meistens kommen dann zwei. Sag jetzt nicht, du hättest nicht von jeder Sorte einen. Mein Vater ist noch draus. Was macht er? Die schauen noch etwas am Auto nach. Hätte das nicht daheim können machen? Mein Mann läuft gern 2-3 Schritte hinten drin. Tatsächlich? Ja. Er sagt, man müsse immer parat sein. Man wisse schließlich nie, wann zum Rückzug geblasen wird. Wissen Sie, dass im Garten ein Pfarrer schläft? Ja. Hey, normal ist der immer noch da. Da aus schläft wie tot. Ja, ja, schon seit dem Donnerstag. Dunstig. Grün dunstig. Ist reingekommen und angesessen. Muss furchtbar erschöpft sein. Von der Fastenzeit. Seither ist er nur einmal verwacht. Einmal. Das ist alles. Stellen Sie sich einmal vor. Zwei harte Eier hat er gegessen und schwupp ist er wieder weg gewesen. Das ist mein Vater. Ja, das haben wir noch halb gedacht. Grüezi. Guten Tag. Und ich bin die Mutter von der Jasmin. Guten Tag. Und ich bin die Schwester von Felix. Wer ist der Felix? Ich. Oh, guten Tag. Hört Sie einfach nicht auf meinen Mann. Er übertreibt immer. Der Herr Fikar war zum Essen da. Und jetzt macht er ein Mittagsschläfchen. Ah. Felix, du solltest. Ja, ja. Hey, normal ist das heiß heute. Glut jetzt. Hey, ja, sehr angenehm. Hm? Ist Ihnen nicht zu heiß? Nein, gerade recht. Und Ihnen? Sehr angenehm. Also, mir ist es zu heiß. Boah! Warum sitzen wir nicht raus? Dann könnte ich gerade noch ein bisschen den Garten anschauen. Also, draußen ist noch heiß. Viel zu heiß. Ich has gern heiß. Ich auch. Mir nicht. Nein! Besonders Bea nicht. Die verbrennt so schnell. Wer? Bea, meine Frau. Ah, sie verträgt die Sonne nicht gut. Nein, falsch. Das ist meine Schwester. Das ist meine Frau. Und sie werden so schnell rot. Ja, ja, und wie? Ein bisschen Frühlingssonne und sie ist schon rosa. Senja. Im Juli wird sie krebsrot und im August verkohlt. Salifatti.
Melcherfett. Wie? Melcherfett sollten Sie einstreichen. Das brauchen wir immer. Die Läden haben alle nicht mehr auf. Ich mache lieber Vorhang zu. In den Tropen macht man das auch. Ja, aber dort hat es 40 Grad. Ja, das kann noch kommen. So, jetzt ist es besser. Nein, dunkler. Und so sehen wir ja gar nicht mehr in den Garten raus. Ich habe jetzt, was Sie sagen. Wie wär's mit einem Aperitif? Herr Niedecker, Sie nehmen doch einen. Ja, also. Zwitzt am Nachmittag. Ich mache frischen Kaffee. Super Idee, Doro. Ich komme mit. Schatz, gibst du Herrn Niedecker etwas Feines? Sie schnurren. Aber nicht etwa Äpfelsaft wie der. Bea, gib ihm einen Whisky. Und Gary auch, der sieht auch schon wieder aus, wie wenn er einen brauchen könnte. Der Gary hat uns schon alles von Ihnen erzählt. Ah. Ja. Was? Wie? Was hat er von uns erzählt? Ja, also... Dass sie ins neue Hof wohnen. Das stimmt doch, oder? Ja. Schön. Ja, ist das alles, was er Ihnen erzählt hat? Nein, natürlich nicht. Auch das. Sie uns können wir besuchen. Ah. Ich hole Ihren Whisky. Warum hocken die denn im Dunkeln? Eine Idee von deinem Vater. Aber es ist doch heute der helle Tag. Die Sonne hat die recht auf Möbel gezündet und du weißt, in diesen Sachen ist er heikel. Da bitte, Gary. Wo bist du eigentlich? Ich gehe umziehen. Ich soll doch einen guten Eindruck machen. Jetzt trinkst du schon wieder. Also. Kann ich die Vorhänge jetzt wieder aufmachen? Nein. Hä? Der Papst will es nicht. Aber es ist doch so ein schöner Tag. Wann sie denn, dass ihre Mutter wieder Senior wird? Wie? Das ist mein Vater. Wer? Ich weiss, man sieht fast nichts. Da bin ich. Grüezi, Herr Niedecker. Guten Tag. Besser als ich gedacht habe. Bei dem Riech kannst du doch das gar nicht beurteilen. Grüezi, Jasmin. Hallo, Frau Niedecker. Prost. So, komm, Doro. Wir wollen etwas machen. Ich kann sie nicht die längste Zeit im Dunkeln hocken. Habt ihr das gehört? Was? Ja, da außen im Garten. Das wird der Gärtner sein. Haben wir einen Gärtner? Ja, gestern hat er angefangen. Kleiner Typ mit einem Riesenhut. Wahnsinnig schwer zum Überkommen. Riesenhut? Gärtner. Dann nehmen wir ihn doch gerade mal anschauen. Nein! Er ist total sensibel und hat es überhaupt nicht gern, wenn man ihn beobachtet. Gestern hast du aber noch nichts von einem Gärtner erzählt. Dann habe ich es halt vergessen. Vergessen? Ein kleiner, sensibler Gärtner mit einem riesigen Hut, der sich nicht gern beim Arbeiten zuschauen lässt. Ach, einer Mann, der hat garantiert übergerecht gehabt. Soll dir helfen? Du hast gar nicht. Irgendwie bringe ich den Schuh. Also, ich bin ganz sicher, dass ich Stimmen höre. Ja, er redet mit sich selber. Ah, der sensible Gärtner führt Selbstgespräche. Ja. Kein Wunder, will er nicht, dass wir ihm zuschauen. Nur, es waren zwei Stimmen. Haben wir etwa zwei Gärtner? Wahrscheinlich hat er einen Freund bei sich. Geri, geh mal schauen. Nein! Hast du ihn gesehen? Geri, was ist los? Der Bub ist ganz bleich. Der Bub ist 39. Hast du den Gärtner gesehen? Ja. Er rechnet ein bisschen Zeug zusammen. Für Grünabfuhr. Also was zum Teufel ist der eigentlich los da draussen? Nein, Moment! Kleine, seid sie in Tod oder Garten. Hat sie dem Whisky etwas drin? Wieso? Was hast du, Vati? Ich glaube, ich habe Visionen. Was haben Sie gesehen? Nein, das kann nicht sein. Von was redest du? Ich könnte schwören, ich habe einen Pfarrer gesehen in einer Garette. Vati! Wieso sollte der Vikar in der Garette hocken? Kleine Sightseeing-Tour. Was? Hat Ihr Vater gesagt? Ich habe gemeint, der mache ich Kaffee. Natürlich, sie hat sich sicher getuschen. Ja, dann fragt doch ihn. Er muss ihn ja auch gesehen haben.
Gary? Ja? Hast du oder hast du nicht? Was genau? Wo du da vorhin zum Fenster rausgeschaut hast. Was hast du gesehen? Er hat so gesagt, der Gärtner. Ja, der Gärtner. Riesen Typ mit einem kleinen Hut. Kleiner Typ mit einem riesen Hut. Genau. Sehen Sie? Ein Irrtum. Ja, das sehen wir jetzt dann gerade. So, da wären wir wieder. Frisch den Kaffee. Wenn ich Vorhänge jetzt wieder aufmache, ist schade, dass an einem schönen Tag. Vorhänge? Was für Vorhänge? Ah, die Vorhänge! Natürlich, Witwutsch. Eine super Idee. Komm in die Sonne. Du bleibst besser im Schatten. Jetzt ist er weg. Wer? Der Fikat. Ach so, ja. Ihr solltet ihm nicht böse sein, dass er nicht zum Kaffee bleiben kann, aber er musste weg. Die Pflicht hat gerufen. In der Garette. Frischer Kaffee? Oh ja, für mich gern. Annemarie? Nein, danke. Hat's ihm gefallen? In wem? Ein Fikar, das Spritztürchen durch den Garten. Oh, schwer zu sagen. Sie wissen ja, es biecht Geheimnis. Soll das heissen, der Pfarrer war wirklich in einer Garette? Ja. Was habe ich gesagt? Warum? Warum? Also. Ich bin im Garten raus, weil dort ist er ja gelegen. Der Fikal. Mittagsschläfchen. Nach dem Essen. Aber es war ein tolles Essen. Frisches Gemüse. Salat, Radiesli aus dem eigenen Garten. Das kommt zum Punkt. Ja. Kurz und gut. Plötzlich hat der Fikal gesagt, also ich weiss gar nicht recht, wenn ich das sagen soll. Ich meine, es ist fast nicht zu glauben. Plötzlich sagt er also, würden Sie mich bitte in der Garette zu meinem Velo bringen? Ich glaube, ich brauche noch einen Whisky. Bitte bedienen Sie sich. Und was hast du gesagt? Zu wem? Zum Fikat. Was hätte ich sollen sagen? Haben den Gefallen ja nicht gut können abschlagen. Oder Doro? Auf gar keinen Fall. Und der Gärtner? Was für ein Gärtner? Unser Gärtnerschatz, der Neue, du weißt doch. Nein. Kleiner Typ mit riesen Hut. Kleiner Typ mit riesen Hut? Ach so, der. Ja, der. Ja, der ist so klein, den habe ich gar nicht gesehen. Und wo ist er jetzt? Er schneidet die Rosen. Ich meine, der Fikat. Ja, zurück ins Pfarrhaus. Auf aufs Velo und ab wie eine Pfeife. Hoffentlich kommt er heil an. Darf ich jetzt den Garten anschauen? Ach, das wollen Sie immer noch. Ich liebe gepflegte Gärten. Ich zeige Ihnen ein Badzimmer. Nein, danke. Oder Küche, eine super Küche mit allen Schikanen. Ich will lieber in den Garten. Natürlich. Doro, du kennst dich doch aus mit Blumen. Ich? Führ Frau Niedecker ein bisschen im Garten umeinander. Mit Vergnügen. Also. Dann wollen wir mal. Sie haben doch auch ein Gartenhäuschen. Nein. Ich habe gemeint, ich hätte das Gartenhäuschen gesehen von der Straße aus, gerade hinter einem Holderbaum. Ja, aber nur ein munzig kleines. Ich liebe Gartenhäuschen, egal wie gross. Aber unseres ist hure grusig. Wie? Voll Krümpel. Ich liebe Krümpelturnier. Ist das nicht Gary seine Tasche? Mama? Ihr solltet aber nicht so mitten im Weg stehen lassen. Das könnte ein Unfall sein. Der Niedecker muss verduften. Was? Sonst seht ihr mich nur mal mit der Garette. Jasmin! Warum zeigst du Gary seinem Vater nicht unser Haus? Warum? Wollt ihr es kaufen? Sie interessiert ihn sicher, gell, Sie, Niedecker? Ja, also. Natürlich interessiert es ihn. So ein schönes Haus. Ja, ich bin überzeugt. Also, dann schauen Sie es an. Am besten zeigst du ihm zuerst die neue Kleiderkäste mit der Belüftung. Also gut, wenn dir das so wichtig ist. Sicher wahnsinnig interessant.
Und du, Geri, willst du da mitgehen? Sie hat es gemacht. Was? Sie hat gesagt, dass sie es machen und sie hat es gemacht. Wie? Wo hat es nie gebracht? Ach so, der Maus im Biotop. Ins Gartenhäuschen. Wir haben gedacht, wir kümmern uns dann um ihn, wenn deine Eltern weg sind. Reden nicht von meinem Biotop! Jetzt red dich nicht so auf, fang lieber zu den anderen und schau dir die belüfteten Schränke an. Ist der Vikar jetzt auch im Gartenhäuschen? Von was redest du? Der Vikar ist auf seinem Velo heimgefahren. Ich habe ihn gesehen. Gefahren ist er. Aber in der Garette. Und Mause voll krass. Was? Sie haben gesagt, er stirbt, wenn er kommt. Er ist hoch und dann ist er so hoch. Weißt du, was sie? Mir ist plötzlich so komisch. Die Sonne, ich vertrage nicht so viel Sonne, ich mache den Vorhang wieder zu. So, jetzt ist es besser. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen? Nein, nein, es geht gerade wieder. Oder irgendeinen Schnaps? Eine gute Idee, der Koche steht eine Flasche. Ja, aber da jetzt ganz einen Haufen. Ich will aber erst den Koche! Was ist denn? Psst! Es ist fertig. Du bist gut. Ich will schauen, ob die Luft rein sei. Ja, mach schnell. Ja. Und wo bringst du die zwei hin? Auf einen Komposthaufen. So. Bitte. Oh, danke vielmals, Geri. Ich glaube, ich halte besser meine Mutter, die kennt sich mit Krankheiten aus. Nein. Was? Ich bin gerade wieder okay. Aber lass mich jetzt nicht allein. Ja, aber ich glaube, du bleibst da. Mami! Was machen die da? Mir ist nicht gut, der Geri hat mir geholfen. Im Dunkeln? Die Sonne ist so hell. Südfrankreich sprötelt schon stundenlang in der Sonne. Das ist etwas anderes. Sind ihr schon fertig? Ihr müsst ja durchs Haus grasen sein. Kann ich jetzt die Vorhänge wieder aufmachen? Nein, ich glaube schon. Da, da raus. Was? Dort, dort. Das ist der Beweis. Da! Geri! Geri! Ich hab gemeint, das hätte schon lang fertig. Ich mache so schnell, wenn ich kann. Ah, dreht sie noch mal eine Runde mit dem Fikar. Nein, nein, das ist der Gärtner. Jetzt ist der an der Reihe. Der Felix ist ein richtiges Alpenkalb, gell, Zi? Ja, man kann dem auch so sagen. Und so ein grosser Garten ist voller Überraschung und man weiss nie, was als nächstes passiert. Nein, sie täuschen sich, das ist nicht der Felix gsi. Er hat aber so ausgesehen. Wahrscheinlich der Gärtner. Ja, so ist es. Ah, Sie haben ihn auch gesehen? Ja. Er ist vorhin da vorbeigekommen. Sehen Sie, er hat den Garretten gestossen. Nein, er ist gestossen worden in den Garretten. Wie? Der Gärtner ist drin gehockt. Auf jeden Fall hat der Kobel das behauptet. In den Garretten? Gefällt Ihnen unser Garten? Ja, er ist wunderschön. Aber beim Gartenhäuschen bin ich immer noch nicht. Nicht? Ah ja, tatsächlich, jetzt immer noch nicht. Ich gehe schnell abwaschen. Was? Abwaschen? Ah, ja, wenn du willst. Geht sicher nicht lang. Doro hilft wahnsinnig gerne im Haushalt. Mami! Jesus, entschuldige jetzt einen Moment. Ich bin noch nie in einer Garette umeinander gefahren. Der Rittersporn ist eine wahre Pracht. Was? Ah. Es stimmt also doch. Was stimmt? Das mit dem Picard so tief schlaft niemand. Reg dich nicht auf, Schatz. Warte, ich hol die Notfalltröpfe. Ist er rausgekehrt? Wer? Der Gärtner? Ausgestiegen. Bei der Haltestelle Komposthaufen. Ich wollte nicht mehr länger hier bleiben. Meinst du? Die haben doch alle Ecken ab. So, ich soll dir etwas sagen, Jasmin. Wir verkaufen das Haus und fangen an einem anderen Ort noch mal ganz von vorne an. Oh, meinst du, das im Ernst? Klar. Oh, super, Mami. Das muss ich gerade dem Geri erzählen. Was macht er überhaupt? Er läutet die Polizei an. Hätte er nicht warten bis seine Eltern. Anna-Marie, bist du bereit? Bereit? Für den Abflug. Schrei mich nicht an! Entschuldigen Sie, dass wir Sie so vernachlässigen. Wollen Sie jetzt den Oberteil vom Garten sehen? Nein. Bitte? Wir müssen. Jetzt? Ja. So schade.
Irgendwann muss es sein. Am Geri, seine Eltern müssen schon gehen. Felix, ist das nicht schade? Ich hole meine Tasche. Jetzt rödelst du aber nicht noch lange umeinander. Ich finde ihn nicht mehr. Wer? Der Fernsehmechaniker. Er ist im Gartenhäuschen gesessen, ist er weg. Ja, wir sind auch weg. Weg? Ich meinte, sie will das Gartenhäuschen anschauen. Jetzt nicht. Ja, soll das heißen, wir haben die ganze Aktion da, aber sonst veranstalten. Wir schauen nicht einmal geschwind rein. Das nächste Mal. Paul, vielleicht nur noch einen kurzen Blick ins Gartenhäuschen. Jetzt hör mal auf mit deinem einfältigen Gartenhäuschen. Komm, Annemarie. Also. Adieu miteinander. Hure Scheisstasche! Seltsame Manier. So schade, sind die nicht schon früher ab. Haben Geri seine Eltern? Ja, sag jetzt nicht, die kommen schon wieder zurück. Sie fahren weg? Sie müssen dringend neu mit hin. Jetzt haben die nicht mal Adi gesagt. Ich habe ein Auto gehört. Ja, die Liedecken sind gegangen. Fort? Ja. Oh nein. Ganz Schleikerei für nichts. Was für eine Schleikerei? Mit dem Fernsehmechaniker. Ah, du bist das gewesen? Und wo hast du ihn eingebracht? Ich habe mir gedacht, der sicherste Platz ist ja im Kofferraum. Super Idee. Da wäre ich nie drauf gekommen. Der liegt ganz bequem. Ich habe auf eure Picknickdecke gelegt. Was für eine Decke? Die rot-grün gestreift ja im Kofferraum. Ey, was für ein Auto hast du da? In den grauen Kombi. Der gehört dem Geri, seinem Vater. Soll das heißen? Sneedeckers haben jetzt einen blinden Passagier! Und los, mein Büchchen! Von wem? Mein Büchchen, im Postgeschäft. Ah, hast du geredet mit dem? Ja, ich habe alles vom Vikar und vom Fernsehmechaniker erzählt. Und? Er schickt gerade jemanden vorbei. Sonst noch etwas? Ja, der Herr Büchchen hat mir alles von den anderen erzählt. Aber das hast du schon alles gewusst? Seit gestern Abend? Ja klar, ich habe gemeint, ich habe nicht gewusst, dass das alles Unfälle gewesen sind. Was hast denn du gedacht? Ja, ich habe gemeint, dass sie. Dass ihr. Die all. Du hast gemeint, wir hängen die alle. Hast du gehört, Schatz? Ich meinte, wir hängen die alle. Voll krass! Kein Wunder, ist der da rumgeschlichen, wenn ein Anladungen kommt. Vor der Schlange. Geri, du spinnst wirklich ein bisschen. Ja, vielleicht. Es war ein Missverständnis. Ja, sei es, wie es will. Du hast mit der Polizei geredet und jetzt glaubst du uns? Ja, klar. Gut, schön, dass du uns glaubst. Gell, Schatz, das ist schön, dass du Geri uns glaubst. Natürlich. Jetzt hätte ich das etwa nicht. Was? Ihnen glauben? Ja, also, das ist deine Sache. Absolut deine Sache. Wie meinen Sie das? Nein, nein. Wenn du zufrieden bist, ist alles in Ordnung. Ich komme nicht ganz raus. Das sind doch alles Unfälle gsi. Alle? Ja, ich würde schon sagen. Oder?